Stimmt. 154. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Kerne jeder diese ganz verstehen, aber okay. 153. Splinter Cell Pandora Tomorrow. 152. Hitman Codename 47 von 2000. 151. Guitar Hero 3 Legends of Rock. Guitar Hero ist doch kein PC-Spiel. Okay. Und 150 ist Bastion von 2011. Auch sowas Musikartiges. Und Platz 149 kennt man, mache ich aber gleich mit weiter. So, natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich. Sonst noch was? Alter, ich hasse Kies. Guckt euch das doch mal an. Das ist ja schon fast so eine Extrahöhle. Ja. Das nächste Mal machen wir aber auf jeden Fall ja auch mit der Liste weiter, weil ich denke mal, ich mache jetzt nur bis zur Hälfte, also bis Platz 125. Oder 120 eher. 149, Assassin's Creed Origins, letztes Jahr rausgekommen, ist aber ein echt geiles Spiel. 148, XCOM Enemy Unknown. 147, Warhammer 40.000 Dawn of War, okay. 146, Tropico, sagt mir gar nichts. 145 SimCity, Alter von 89. Dann auf 144 Rollercoaster Tycoon 2. 143 Hearthstone. Ja, mögen viele, ich mag's nicht. Dann, okay, ist ein Klassiker, musste mit rein. Dota 2 von Valve. War aber auch klar, aber soweit ist es jetzt nicht eingeschätzt. 141 ist die Sims 3. Aber dass die Sims 4 besser ist, war klar. Und 140 ist FIFA 99. Okay, ich habe allgemein nur FIFA aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, wie es mit FIFA 17 oder so aussieht. Ich glaube aber nicht, dass das so weit oben steht, muss ich zugeben. Also, das glaube ich beim besten Fall nicht. Leider. Zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme kann ich auch sagen, war ich im Kino. Morgen gehe ich nämlich ins Kino. Und will mir echt einen geilen Film anziehen. Nämlich, ich sag nur, Here We Go Again. Mamma Mia, here we go again. My, how can I resist it? Mamma Mia. Denn der erste Teil kam 2008. Ich glaube, es war 2008. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Irgendwas gesagt haben. Ich wollte auf jeden Fall was trinken. Und ich werde jetzt gleich auch schon die Aufnahmesession beenden, muss ich zugeben. Also ganz einfach ein Grund. Ich möchte jetzt nicht so 3 Stunden hier sitzen und dann aufnehmen. Ich nehme zwar noch nicht lange auf, aber ich habe
davor schon sehr, sehr viel vorbereitet und alleine das ist auch schon, finde ich, manchmal einfach eine Qual. Und von hinten einfach dann auch meine Lootboxen. Also das ist so eklig warm, das klebt so eklig am Rücken, also boah. Oh, da wird die Latte echt angenehm, aber nicht unbedingt immer eine Dauer. Hi, das war so klar. Nicht unbedingt dann immer eine Dauerlösung. Ich muss mich auch bewegen und auch. Deswegen, ich guck mal eben, wie lange nehme ich auf? Ich nehme jetzt fast eine Stunde auf. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben die Plätze, die übrig sind. Also 139, Burnout Paradise, 138, der erste Teil von The Witcher 2007, 137, Pass of Exile. Nee, ich dachte gerade, das wäre ein Spiel, was ich habe. Nee, aber ist so ein bisschen, was war das jetzt? Diablo-mäßig, ja genau. 136, Neverwinter Nights 2, kenne ich nicht. 135, Gothic, kennt man. 134 ist Fallout New Vegas. Das finde ich sehr interessant. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt nicht New Vegas über Fallout 4 und dem ersten Fallout eingeordnet. Gerade Fallout 4, aber okay. 133, Deus Ex Human Revolution. 132, Baldur's Gate. 131, Ultima Online. Okay. 130, EVE Online. War ja damals das erste Let's Play von Pete Smith, das erste Koop-Let's Play. Platz 129 ist 13. XIII, also 13. Okay. Kenn ich noch nicht mal. 128, Metro 2033. 127, Duke Nukem. 126, Counter-Strike Source, natürlich. Und eigentlich müsste ich jetzt nach diesem Spiel aufhören, aber habe ja gesagt bis 120. 125, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. 124, Rayman Legends, okay, ja, kennt man. 123, Fez von Polytran Corporation und Microsoft, kam 2013 raus, ist ein Jump'n'Run Puzzle-Spiel. Nein, ich lieg vollkommen falsch. Der erste Teil, das erste, was ich hier geschrieben habe. Nein, das ist... Aber ich muss zugeben, von allen Spielen, die ich hier aufgeschrieben habe, Minecraft, Ori and the Blind Forest, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Portal, FIFA. Ja, okay, kann man jetzt ja aber auch schon streichen, ja eigentlich, aber ich gucke trotzdem, ob da noch ein Teil kommt, aber müsste. GTA 5 und GTA Vice City ist der erste Teil nun hier auf Platz 122. Ich liege damit um 82 Punkte weg. Ist aber trotzdem von denen, die ich geschrieben habe, am schlechtesten platziert, nämlich Tomb Raider, das von 2018, was aktuell ja auch auf meinem Kanal kommt, hätte ich nicht gedacht. 122. Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. 121, Star Wars The Fighter und zu guter Letzt, den letzten Teil, den wir vorlesen. 120 ist Grand Theft Auto 2. Huh, ich dachte erstmal City kommt, ey. Oh, Alter. Okay. Okay, also, hätte schlimmer laufen können, auf jeden Fall. So, wie gesagt, ich werde jetzt dann die Aufnahmesession beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, es ist warm, ich muss noch Aufnahmen machen. Sind ja auch nur so etwas kleinere Aufnahmen. Das kann das nächste Mal durchbrennen, denn ich reconnecte dann auch so gesehen mit der Abmoderation. Und ich hoffe, euch hat die Session gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da.
Vielleicht machen wir sogar das nächste Mal jetzt zwei Sessions hintereinander statt eine Session noch und dann wieder eine Timelapse. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier natürlich auch ein bisschen vorankommen. Wir haben jetzt aber auch schon 300 Folgen hier, mehr als 300. Das ist ultra krass, einfach nur, wie viele Folgen ich hier schon mit Minecraft Lost mache. Also heftig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal rein und tschüss.